herzlich willkommen, heute mal nicht im Museum. Wir sind am Seerhein, wo in diesen Tagen ein über 4000 Jahre alter Einbaum geborgen wird, Stück für Stück. Und ja, wir dürfen, diese Woche hat es leider noch nicht geklappt, aber nächste Woche sollte es klappen, dürfen wir euch mit der Kamera mitnehmen. Das haben wir vor einer Woche schon zum Anlass genommen, uns mal dieses spannende Thema Einbaum näher anzugucken. Spannend, weil es eines der ältesten Transportmittel der Menschheit ist. Und ich habe hier heute neben mir den Patrick Rau stehen. Der Patrick ist ein ehemaliger Almkollege, der war über 30 Jahre hier als Archäologe beschäftigt und ja, kennt sich sehr, sehr gut mit dem Baum von Einbäumen aus. Er hat in den 90er Jahren ein Experiment fürs Archäologische Landesmuseum gemacht, hat mit einem weiteren Kollegen zwei Einbäume gebaut und wird uns jetzt mal richtig live von seinen Erfahrungen berichten. Letzte Woche hatten wir ihn ja dazugeschaltet und hatten da ja leider doofe technische Probleme. Das Video ist irgendwann abrupt geendet und ließ sich auch nicht wiederfinden. Genau, und jetzt, wie versprochen, reichen wir euch den Patrick nach mit seinem Abenteuerbericht. So, ich stelle mal um. Genau, noch vorneweg, der Patrick hat sich damals den Spitznamen Felchenschreck erworben. Das lässt tief blicken. Oder wie war das, Patrick? Warst du das oder war das der Name des Boots? Ja, eigentlich genau genommen war das der Name des Einbaums. Wir hatten das ausschreiben lassen. Wir haben also eine Besucherumfrage gestartet, wie der Einbaum, den wir bauen wollten, genannt werden sollte. Und da wurde dann Felchenschreck vorgeschlagen. Das fanden wir ganz passend. Und so hat dann der Einbaum diesen Namen auch gekriegt. Wie sie mich genannt haben, weiß ich nicht. Aber Felchenschreck war dann der Einbaum, den wir 1995 gebaut haben. Am Campingplatz Sandseele auf der Reichenau. Ziel war es damals vom Museum im Sommer ein bisschen draußen aktiv zu sein, die Menschen auf unser Haus aufmerksam zu machen. Wenn das Wetter so toll ist, ist der See für das Museum eine Riesenkonkurrenz. Die gehen alle lieber baden statt in unser Haus. Und da haben wir gesagt, gut, dann geht das Museum halt raus zu den Leuten. Und es passte ganz gut. Wir haben uns überlegt, aus einem frisch geschlagenen Pappelstamm mit Hilfe von steinzeitlichen Werkzeugen einen Einbaum zu bauen. So eine Aktion, die 4 Wochen gedauert hat. Morgens um 10 Uhr sind wir auf der Reichenau dann gestartet und haben so bis 17, 18 Uhr dort geschafft und haben dann die Leute, die vorbeigekommen sind und was wissen wollten, dann dazu informiert. Wir wurden sehr viel gefragt und das war eigentlich auch der Sinn der Geschichte, um ein bisschen Geschichte, ein bisschen steinzeitliche Archäologie zu vermitteln. Und bevor ich loslege, ich habe hier nicht umsonst, mit solchen wunderschönen Steinbeilen haben wir gearbeitet. Wir haben also im Vorfeld eine ganze Reihe davon hergestellt. Fachleute werden natürlich gleich aufheulen. Ich sage es auch, wir haben damals sehr dilettiert, wir waren jung und unerfahren und wir haben also aus Kieseln, die wir am Bodenseeufer gesammelt haben, die Steinbeile zum Teil auch mit der Flex geschnitzt und haben dann diese Schäfte auch in der Schreinerei hergestellt und so haben die Dinge ausgesehen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber auch wenn sie jetzt nicht so toll aussehen wie die Originale, sie haben ihren Dienst getan. Und damit man mir auch glaubt, dass wir damit ordentlich gearbeitet haben, hat die Steffi nämlich noch eins aus dem Archiv mitgebracht. So sah es denn aus, als wir fertig waren. Ja, da war ordentlich was runtergehauen. Jawohl, also das ist denn irgendwann mal kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Steinbeile wir da eigentlich zerklopft haben, aber es waren doch einige. Wir mussten einige dann noch nachbauen. Die Schäftungen haben eigentlich immer gut gehalten, aber die Klingen haben dann öfter mal versagt. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, das war also das eine Gerät oder die eine Art Gerät, mit der wir den Einbaum gebaut haben. Das andere, eigentlich schon mein Lieblingsgerät, kennt jeder, ne? Ein Klöpfel. Ich wusste auch nicht damals, wie das heißt. In Norddeutschland heißen die bestimmt anders, aber hier heißen sie Klöpfel. Wir haben uns überlegt, wir brauchten für die Meißel aus Hirschgeweih, so sieht man das mal, ne? Der ist hier vorne schön zugespitzt und schön scharf, kann man immer wieder auf so einer Sandsteinplatte schärfen und dann eben kann man mit Hilfe dieses Klöpfels den Einbaum eben schön aushöhlen. Und mit diesen Klöpfeln haben wir aber nicht nur diese Meißel betrieben, sondern wir haben auch die Keile dafür in den Baumstamm getrieben. Ich hoffe, wir haben das eine Bild noch da. Müssen wir gerade gucken, ob wir den Namen haben. Ja, genau.
Soren. Da sieht man die Keile. Mit der Hilfe von diesen Keilen kann man sehr viel Holz auf einmal aus so einem Baumstamm heraushauen. Und die Klüpfel haben wir natürlich dazu gebraucht, um die Keile in das Holz zu treiben. Und ich bin der Meinung, wir haben über 25 von diesen Klüpfeln zerhämmert. Das war gar nicht so einfach, die zu kriegen. Nicht? Also irgendwie bei Obi hatten sie immer nur 2 oder 3, als wir dann gekommen sind und haben gesagt, wir brauchen 10 davon. Haben die dann für uns bestellt, das ging dann so eine Woche oder 2 und dann waren die auch da. Aber man hat deutlich gemerkt, diese Klüpfel waren für die Steinzeit nicht so richtig geeignet. Die brachen nämlich immer hier. Ne? Und man muss schon ziemlich ordentlich doll draufhauen, um eben die Keile in diesem Baumstamm zu treiben. Entsprechend sind die belastet gewesen. Aber sie haben ihren Dienst letztendlich getan. Und um auf dieses Bild zu kommen, man sieht hier eben den Felchenschreck und man sieht auch schon gleich eine Besonderheit der, dieses Baumes, den wir verwendet haben. Das ist eine Pappel. Wir waren damals nicht nur jung, nicht nur das Museum, sondern wir hatten auch kein Geld. Also es war alles, sag ich mal, ein bisschen auf billig gemacht und wir hätten gerne eine Eiche gehabt. Und wir sind dann noch in den Wald gegangen oder zum Förster gegangen, habe gesagt, ob er vielleicht eine Eiche übrig hätte. Wir bräuchten daher letztendlich so einen Einbaum, so uns schwebte vor, so 4-5 Meter lang, ungefähr so 80 cm im Durchmesser. Als wir ihm das dann geschildert haben, hat er gemeint, ja, nö, hätte er jetzt gerade nicht liegen und die Bäume, die dafür in Frage kommen würden, die wären schon sehr alt und was wir denn dafür zahlen wollten. Und dann haben wir gesagt, nö, Geld haben wir eigentlich nicht. Er meinte, das wird mehrere tausend Euro kosten, weil so eine Eiche, die diesen Umfang schon hat, ist schon mehrere hundert Jahre alt. Eichen wachsen halt sehr langsam, bekanntermaßen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wollen wir lieber eine Alternative haben. Und dann haben wir eine Pappel gekriegt, die haben wir umsonst gekriegt. Und das war dann ein Stück Stamm, der ungefähr 6 Meter lang gewesen ist. Ich habe den damals auf so eine runde Tonne Gewicht geschätzt. Und wir haben dann auch irgendwie geschätzt, dass der Einbaum letztendlich, wenn er fertig werden würde, so um die 200 Kilo wiegt. Also man haut noch eine ganze Menge raus, wenn es optimal läuft. Ja, und die Pappel ist zwar ein schönes weiches Holz, aber der Nachteil ist, dass die Fasern, die Baumfasern miteinander praktisch verbunden sind. Eine Eiche kann man ganz leicht spalten. Da laufen die Fasern schön glatt in einer Linie und wenn man da einen Keil reinschlagen würde in einen Stamm, dann könnte man richtig schöne Bretter oder Halblinge eben heraushauen. Das wäre kein Problem. Bei einer Pappel oder bei dieser Pappel ganz besonders auch, da haben sich die Fasern immer ein bisschen auch so verdreht. Und man sieht es auch hier, die Keile, ne, die sausen so richtig quer durch diesen Stamm und laufen nicht gerade. Das heißt, die fressen sich auch, denn wenn man da einfach gnadenlos weitermacht, eventuell bis durch die Wand durch. Also man muss da sehr aufpassen. Also zum Spalten ist das Material nicht so gut. Ich verstehe, warum die Altvorderen eben eine Eiche oder Linden genommen haben. Die waren zwar härter, aber sie ließen sich wesentlich leichter bearbeiten. Sei es drum, wir haben das trotzdem mit diesen Geräten hier in einer Pappel geschafft. Und ja, wir haben jeden Morgen, wie gesagt, da relativ früh angefangen. Dann vorbeiführte. Wir haben Schilder aufgestellt mit Informationen zu der Zeit, in der wir uns da bewegen, mit Informationen zu unseren Gerätschaften und wurden auch viele Dinge dann eben gefragt zu den Gerätschaften und ob das auch wirklich so gewesen ist und so weiter und so fort. Und jede zweite Frage war damals auch natürlich nach Ötzi, ne, das war auch unausweichlich. Aber wir haben gesagt, wir sind also ein bisschen früher in der Zeit und haben mit Rheinsteinwerkzeugen eben gearbeitet und haben eine ganze Menge eigentlich von dieser Aktion nach außen getragen, auch sehr viel Information, Werbung fürs Haus natürlich gemacht. Und ihr habt von morgens bis abends gearbeitet? Oder ja. Weil wenn man mal die Südkorea-Artikel von damals durchliest, da wart ihr irgendwie 4 Wochen oder wie lange wart ihr beschäftigt? Richtig, ja, also von Montag bis Freitag. Ne, wir sind morgens dann immer um 8 Uhr haben wir im Museum uns dann getroffen. Der Hans-Jörg und ich, das war unser damaliger Schreinermeister, mit dem ich diese Aktion durchgeführt habe. Und haben dann die Sachen gerichtet und sind dann auf die Reichenau gefahren und haben schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Ich sagte schon, wir hatten eine ganze Menge Zulauf eigentlich immer und sind auch häufig nicht so richtig zum Arbeiten gekommen, weil wir immer wieder was zeigen mussten. Die Leute sollten die Geräte auch in die Hand nehmen dürfen und selber mal ein bisschen rumhauen. Also es war jetzt nicht darauf ausgerichtet, einen Picobello Einbaum wie in der Steinzeit herzustellen, sondern einfach den Leuten die Gerätschaften und die Arbeitsweise näher zu bringen. So ein bisschen wie man es heute vom Campus Galli kennt, oder?
Ganz genau. Über die Schulter schaut. Ja. Ich habe gerade auch noch mal durchgelesen, die Artikel, da stand auch, einer hat es geschrieben, irgendein Redakteur, dass wir da auch in Fellkleidung auftreten würden. Das ist Unsinn. Das haben wir nie gemacht. Nein, wir hatten, das war fast immer gutes Wetter, muss ich sagen. Ich erinnere mich nur ganz gut daran. Eigentlich eher in Badehose da gearbeitet und T-Shirt, aber in Fellkleidung, das haben wir uns verkniffen. Nicht mal beim entscheidenden Tag, als ihr es zu Wasser gelassen Nein. habt. Nein. Nicht mal da. Da noch, also viel weniger. Das wäre noch viel, viel schlimmer gewesen. Ja, wir haben also, wir waren eisern, haben 4 Wochen gearbeitet. Wir sind häufig abends noch ein bisschen länger geblieben und haben, damit es überhaupt ein bisschen vorangeht, mal Stahlwerkzeuge auch genommen. Das gebe ich ja gerne zu, haben wir auch damals schon gesagt. Wir hatten also Eisenäxte und auch Eisendechsel. Also das sind Äxte, deren Beilklinge quer liegt, gerade zum Aushöhlen von Baumstämmen ideal. Und mit denen haben wir dann so ein bisschen zügig arbeiten können, damit man einfach auch ein bisschen sieht, dass das ein Einbaum werden soll und nicht nur ein schlichter Trog oder so. Ne? Und dann haben wir eben tagsüber den Leuten das alles gezeigt. Und was eigentlich sehr interessant gewesen ist, dass wir sehr viele Nachfragen auch gekriegt haben. Ja, wie war das denn damals? Haben die Baumstämme denn alle so, wenn die so schwer gewesen sind, ans Ufer geschleppt oder so? Und nö, habe ich gemeint, eigentlich wohl eher nicht. Und wenn man sich so überlegt, so ein frisch geschlagener Stamm, eine Eiche wiegt ja noch mehr als ein Stück Pappe, der ist zum Transportieren eigentlich nicht so richtig ideal. Und deswegen geht man eigentlich eher davon aus, dass diese Baumstämme im Wald sorgfältigst ausgesucht worden sind, schön gerade, möglichst wenig Äste und dann eben vor Ort gefällt worden sind und möglicherweise auch schon zum großen Teil zugerichtet worden sind. Sodass man eigentlich nachher am Ufer, egal an welchem See das jetzt auch sein mag, sozusagen den Baum erst fertiggestellt hat, sozusagen die letzten Reste, weil er dann auch wesentlich leichter gewesen ist. Man konnte ihn sehr viel besser eben transportieren. Und Felchenschreck selber, wir wollten den natürlich fahren, das war ja der große Gag dann zum Schluss, ne? Als wir den so, sage ich mal, so einigermaßen fertig hatten, der sah aus wie ein Einbaum, kann man gar nicht anders sagen, war noch ein bisschen roh, aber er war als solcher erkennbar und wir haben dann die Presse eingeladen, am 9. September habe ich jetzt gerade gelesen, ist das gewesen, 1995, und haben also groß angekündigt, Stapellauf mit Felchenschreck und Fahrt und so, wir wollten auch welche dann mitnehmen und so. Ja, das hatten wir vor. War leider schlechtes Wetter, muss man sagen. Nicht so toll wie heute, mit schönem Sonnenschein. Und wie man schön sieht, der See ist wunderbar glatt. Heute ist ideales Einbaumwetter im Grunde genommen. Aber damals war Wind, es war regnerisch, es war, wie man in Norddeutschland sagen, richtiges Schmuddelwetter. Und ich habe schon geahnt, was dann kommen wird. Wir haben den Einbaum dann hier am Ufer liegen gehabt und haben dann ihn in den See hineingeschoben, der Hans-Jörg und ich. Wir hatten beide so Ölkleidung an, weil es war wirklich richtig Schweinewetter, war auch kalt. Und haben dann den Einbaum in den See hineingeschoben. Und wir haben es eigentlich kaum geschafft, in den Einbaum hineinzuklettern. Da ist das Ding schon vollgelaufen. Also das sah ein bisschen komisch aus. Wir haben trotzdem mal drin gesessen, nur ganz kurz. Da saßen 2 Männer im See. Ja, vom Einbaum war nichts zu sehen, weil unter der Wasserkante. Ne, er ist nicht gesunken, das kann er nicht, aber er war weg, ne, und vollgelaufen. Und ja, da mussten wir dann leider wieder ans Ufer und haben dann also als Fazit gezogen, als Lehre, die man dann daraus ziehen kann. Die sind sicherlich damals vor ein paar tausend Jahren im Neolithikum nur bei schönem Wetter gefahren. Also der Einbaum war dafür jetzt sicherlich nicht geeignet, bei Kappeliger See, würden wir sagen, zu fahren. Da läuft er sehr schnell voll. Das Freibord selber ist auch relativ gering gewesen. Also der Abstand zwischen Wasseroberfläche und der Bordwand, nicht, das waren also höchstens so ein Stück. Das heißt also bei den kleineren Wellen, eben wenn so fern da eben anständiger Wind ist, die schlagen gleich eigentlich rüber über die Bordwand und dann läuft das Ding einfach voll. Und dann ist das Vergnügen nur suboptimal. Ne? Aber gut. Ich habe den also später dann trotzdem noch benutzt. Ich bin auch mit ein paar Leuten rumgefahren, habe den also selber noch ausprobiert. Also bei ruhiger See geht's? Ja, das geht prima. Ja, okay. Also ganz super. Also überhaupt gar kein Problem. Der jetzige Fund zeigt ja auch, dass es auch hier am Bodensee Einbäume gab. Das ist ja eigentlich der erste Fund, den wir hier haben am See. Sonst kennen wir ihn ja aus vielen anderen Seen. Da gibt es die zuhauf. Nur hier am Bodensee war bis jetzt eine gewisse Fundlücke. Und aber natürlich hatten die Einbäume, das war eigentlich stand außer Zweifel.
Und es ist auch ein wunderbares Fahrzeug. Also der Ferchenschreck selber war ausgesprochen wendig. Ich bin ihn alleine gefahren. Man konnte den auf der Stelle ohne große Schwierigkeiten wenden. Wirklich großartig. Man konnte auch einiges zuladen. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann eben nicht zu viel zulädt, dass er dann eben das Freibord nicht zu knapp wird. Das ging aber trotzdem eigentlich alles ganz gut. Alles in allem war das eine sehr erfolgreiche Aktion, muss man sagen. Also wir haben viele Tausende von Leuten da gehabt, die uns gesprochen haben, die uns gefragt haben. Fürs Museum ist da, denke ich, einiges abgefallen. Wir wurden sogar in der Brandenburger Presse erwähnt. Ja, nicht, das ist halt klar. Ne? Das ist irgendwie immer saure Gurkenzeit im Sommer. Ne? Und wenn da jemand sagt, wir sind so verrückt und bauen mit steinzeitlichen Mitteln einen Einbaum, dann schreit die Presse auf, juhu, wir haben was. Und so entsprechend sind sie dir gekommen. Fernsehen war da, Rundfunk. Das war schon eine tolle Geschichte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schreit nach Wiederholung, oder? Ja, wir haben das ja auch wiederholt. Nicht? Das ist ja auch eins der legendären Fotos hier. Das ist der zweite dann gewesen. Zwei, ja. Ja? Ich weiß gar nicht, ob wir die zwei oder drei Jahre danach gebaut haben, so in diesem Zeitraum. Auch wieder an selber Stelle, Sandseele Reichenau. Wo bist du da? Ich bin da, glaube ich, ganz hinten, der mit dem weißen T-Shirt. Ja. Okay, das ist sehr dunkel, man kann es nicht so erkennen. Und man sieht, der hier, Seegurke, da steht der Name ja sogar drauf. Mir ist er nämlich entfallen. Also beim letzten Interview hat man mir das gesagt, dass er Seegurke hieß. Ja, das war auch ein Stück Pappe. Der war fast 10 Meter lang. Also das war ein ordentlicher Klotz. Und der hatte einen Durchmesser von, glaube ich, knapp 90 Zentimeter. Und wie man sieht, ne, um das nochmal zu zeigen, der liegt ja super im Wasser, oder? Tolles Freibord. Ne? Also dem hätten die Wellen jetzt nicht so viel gemacht. Ne? Und man sieht, da sind eine Menge Leute drin. War das so die Maximalzahl? Also ich hatte noch mal mehr drin. Sogar mehr? Ja, also ich, wie viele sind das jetzt hier? Zwei, vier, sieben? Ja, ich bin mit acht Leuten, mit einem mehr nochmal. Die gingen rein. Ne? Also das war wirklich so ein Achtsitzer eigentlich. Ne? Und tolles Ding. Den haben wir dann eben auch entsprechend gearbeitet. Hier sieht man nochmal. Ja, guck, da ist der zweite noch dahinter. Ja, das ist der Kollege. Ja, das ist, war zwischendrin ein Ersatzschreiner, den wir noch mit eingestellt haben, der dann auch mitgeholfen hat. Und ja, also... Das ist jetzt aber die Seegurke, oder? Das ist die Seegurke, der vorne, der helle da, ne? Genau. Ja. Und ja, den wollten wir auch ein bisschen anders bauen. Ne? Man sieht das jetzt hier an diesem Bild. So. Man sieht, wir haben da also Verstrebungen drin gelassen. Die sind aber eigentlich nur zum Sitzen, weil zur Stabilität war das jetzt nicht gedacht. Das brauchte der nicht. Auch der ist noch relativ grob. Wir haben den gar nicht fertig gekriegt. Also aber das hat ja unser Exemplar auch, ne? Ja, das, was wir im Museum haben. Ja, die müssen ja irgendwo hocken, die Leute. Ja. Ne? Und da war es dann eigentlich ganz bequem, wenn man einfach so eine Art Steg dann stehen ließ. Ne? Und bei den ganz dünnwandigen ist das vielleicht auch so, dass die ein bisschen zur Stabilität beitragen. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, gerade weil der jetzige ja etwas anderes hat, unsere Spiegel hier hinten, das Heck, das haben wir massiv gelassen. Und man sieht das Problem, wenn man hier genau hinguckt, das reißt hier. Ne? Mhm. Weil das ja praktisch noch der ganze Baum ist, der hier jetzt übrig geblieben ist, ne? Mit Ausnahme eben des oberen Teils. Und wenn das eben ein bisschen trocknet und sowas, dann reißt das gerne. Deswegen sind solche Hecks ein bisschen schwierig, aber trotzdem, viele Einbäume haben das gehabt. Viele der Einbäume sind auch sehr flach gewesen, haben das damit ein bisschen ausgeglichen. Aber bei manchen ist es eben so gewesen, dass man praktisch hinten das Heck einfach abrasiert hat und dann eben mit einer Klappe, die man dann mit Teer abgedichtet hat, das Heck modelliert hat. Ja, und diese Seegurke, keine Ahnung, wo die jetzt geblieben ist. Wir haben die damals, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, dem Naturfreundehaus vermacht. Was denn daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir den Ferchenschreck, also den ersten zwei, drei Jahre aufbewahrt haben. Und zwar gar nicht weit weg von hier. Nämlich da, wo jetzt dieses wunderbare neue Gebäude steht, da unten am See haben wir den praktisch unter der Brücke versenken dürfen. Ah. Das heißt, wir haben da Steine reingeschmissen, ne? Und dann haben wir ihn so beschwert, dass dieser Stamm auf dem Boden liegt. Da hat er überwintert. Weil es ist wichtig, dass sie nass bleiben. Okay. Holt man sie raus, kann man sie wegschmeißen anschließend. Ne? Also sie müssen wirklich richtig trocknen, richtig feucht liegen. Und ja, ist ja auch der Grund, warum der über 4000 Jahre alte in Seerhein jetzt so Stück für Stück nur noch geborgen werden kann. Ne? Ja, ich meine, da ist natürlich noch eine Menge passiert. Das Problem ist ja überhaupt am Bodensee, warum finden wir bisher oder haben bisher keine Einbäume gefunden. Wenn man sich einmal anguckt, auch jetzt gerade hier dieses Ufer oder so,
Einbäume kann man eigentlich nur dann finden, wenn sie ins Sediment geraten, in irgendeiner Form. Am Federsee ist das relativ einfach, Schilfgürtel en masse. Ne? Ja. Wenn da ein Einbaum nicht mehr benutzt wird, dann lässt man den einfach irgendwie liegen und wenn man Glück hat als Archäologe, kommt er ins Sediment und dann findet man ihn. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Vor allem haben wir hier auch viel Strömung und auch bei Hochwasser gibt es an vielen Stellen am Bodensee die Differenz zwischen Normalwasser und Hochwasser kann sehr hoch sein. Da werden die Einbäume weggespült. Ne? Und wahrscheinlich dann irgendwo in Schaffhausen am Rheinfall geschreddert an der spätestens. Und deswegen denke ich mal, ist das wohl die Erklärung, warum wir bisher so wenig eigentlich oder kaum Einbäume hier gefunden haben. Ne? Das ist sozusagen naturbedingt. Nicht? Aber Gott sei Dank haben wir jetzt endlich einen. Und wir haben hier gerade noch einen Einwurf von unserer Kollegin, von der Susanne, die auch dabei ist. Ja. Der ist aus Lindenholz, daher sehr weich. Ich vermute, sie meint den Einbaum, der jetzt gerade im Seerhein geborgen wird. Der ist aus Lindenholz, ja. Genau. Also Eiche und Linde hat man gerne verwendet. Das kommt verwendet, dann erschwerend hinzu. Ne? Ja. Ja, das kommt hinzu. Meine Eiche hält natürlich insgesamt länger nicht, aber ich weiß ja nicht, was mit dem da passiert ist. Ne? Und ein Teil ist ja auch schon weg, das heißt, der hat möglicherweise auch schon mal im Trocknen gelegen, ist wegerodiert, die Spitze, keine Ahnung. Ja, der liegt ja in nur 80 cm Wassertiefe, ne? Ja. Da kann natürlich auch mal bei Niedrigwasser. Ja gut, aber wenn der aus der Mittelbronzezeit ist, dann ist das ungefähr vor 3000 Jahren oder sowas. Die Wasserstände sind natürlich sehr viel unterschiedlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass der mal eine Zeit lang im Trocknen gelegen hat und dass eben die obere Teil aberodiert ist. Das, denke ich, wird nachher die Befunduntersuchung dann erbringen. Ne? Weil wenn der, sag ich mal, ein Jahr hier am Ufer liegen würde im Trocknen, ne, dann ist das Ding eigentlich im Eimer. Ja, umso faszinierender unser Exemplar, ne, was einen Sommer lang irgendwie auf dem Trocknen lag, bevor dann einer auf die Idee kam, oh, es könnte ja was Altes sein, wir bringen es mal ins Museum. Ganz klar. Ja, ich meine, diese Funde, das ist immer ganz witzig. Ich meine, auch der Lastensegler da, der bei uns im Museum ausgestellt wird, da hat man ja auch den Bugspriet als erstes gefunden. Da sind die Leute drauf rumgehüpft. Ja. Ne? Bis dann irgendwann mal klar war, dass es ein mittelalterliches Schiff, was da drin war. Ne? Also, ist es nicht leicht, ein Wrack zu sein. Das stimmt wohl. Ja, und diesem großen Jahr, um das noch zu sagen, also den, der ist nicht schön gewesen, mit dem bin ich dann auch noch ein bisschen rumgefahren. Der hat mir dann also gezeigt, wenn die eine gewisse Größe haben, dann sind sie eigentlich wirklich unsinkbar, ne? Und sehr praktisch. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was man am Federsee gefunden hat oder auch die in Unterulding nachgebaut worden sind, sind alle doch erheblich kleiner. Das muss gereicht haben. Ne? Und sagen wir mal, schwere Lasten hat man damit jetzt nicht transportieren können, aber zwei, drei Leute sicherlich immer. Und das, was man normalerweise dort verhandelt hat, und dann um auf die andere Seeseite zu kommen, haben die Dinger sicherlich gereicht. Das denke ich wohl schon. Und sie waren, wie gesagt, sehr, sehr wendig und auch ausgesprochen pflegeleicht. Ne? Im Winter schmeißt man sie einfach ins Wasser, ne? Ein bisschen Wasser rein. Und im Sommer holt man sie wieder raus. Man braucht sie nicht lackieren, man braucht sie nicht abdichten. Super Fahrzeug. Auch wenn sie aus dem richtigen Holz sind. Ne? Das ist natürlich. Halt natürlich noch wichtig. Ja, aber wie gesagt, die damaligen haben sie schon aus dem richtigen Holz gemacht. Also zumindest sofern sie dieses kriegten, in der Regel eben Eiche. Das war schon schlau. Ne? Auch wenn die sehr hart gewesen sind, ließen sie sich trotz allem gut bearbeiten. Ich hätte gerne mal einen Eicheneinbaum gebaut, muss ich schon sagen. Einfach mal, um das Gefühl zu haben, mit so einem Keil mal so richtig schön durch den Stamm zu gehen und es macht klack und er fällt in zwei Hälften auseinander. Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber das ist schon toll. Ne? Weil was wir hier mit dieser Pappe da erlebt haben, das hat uns schon einige Nerven gekostet. Ja, ich würde sagen, so 25 Jahre später könnte man ja nochmal so ein Experiment starten. Ne? It's up to you. Ne? Wenn ihr nichts zu tun habt, dann macht das mal. Die Leute haben es geliebt. War wirklich gut. Das Haus war auch nach außen gut repräsentiert. Das war eigentlich klasse. Wir haben auch unser Sommerfest dann draußen gemacht. Da waren die Einbäume natürlich sozusagen als Aufhänger. Ne? Aber wir haben dann eben Experimentalarchäologen dazu geladen. Eckart zum Beispiel, der dann eben auch ein Reh zerlegt hat oder sowas. Ne? Also dann mit spektakulären Aktionen aufmerksam gemacht auf unser Haus. Das war schon klasse. Ne? Und Asee bietet ja ein gutes Panorama dafür. Ne? Deswegen sind wir heute hier. Absolut, ja, ganz genau. Hast du noch was zu zeigen? Ja, Moment, das sind jetzt nur noch archäologische Sachen, nur noch in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, was das für einer jetzt hier ist. Deswegen zeige ich ihn auch nicht. Aber was man natürlich sonst so immer findet, ne, das sind die Unterwasserarchäologen. Das ist jetzt tatsächlich das Neueste? Das ist der Fund aus dem Seerhein. Ja, da haben wir noch ein zweites. Ne?
Genau, das war die Fundsituation. Ja. Da war noch nicht viel gesichert. Ja. Genau, der wurde ja vor 2 Jahren gefunden, schon zufällig von einem Stand-Up-Paddler. Und ja, genau, hier gibt es noch ein Bild von oben. Also es ist, genau, danke schön. Genau, das ist, also wir befinden uns quasi ganz da oben irgendwo. So, ne? Ich muss mich mal orientieren, noch ein ganzes Stück weiter. Ah nee, warte mal, hier sind wir in dem Bereich, hier ist das Münster. Genau, das heißt, wenn man hier lang den See rein runterfährt, ein ganzes Stück, dann kommt man an die Stelle, wo derzeit geborgen wird. Und wir hoffen, genau, dass wir euch bald, also nächste Woche mitnehmen dürfen und uns das mal live ansehen können. Genau, ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Vielen Dank, Patrick. Ja, gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht nehmt ihr es ja mal als Anregung. Wäre bestimmt mal eine schöne Sache. Ja, könnt ihr gut vorstellen. Ja, wenn mal wieder eine Ausstellung mit dieser Zeit stattfindet, sowas passt das vielleicht ganz gut. Ja, wo man auch jetzt in diesen Zeiten gerne draußen ist, im Freien. Das kommt ja erschwert hinzu, nicht? Dass man im Sommer dann auch gerne draußen sein kann. Ne? Das war natürlich nicht die Priorisierung, aber war auch ein Grund. Da habt ihr bestimmt oft zu hören bekommen, ihr habt einen coolen Beruf, oder? Ja, hatten wir auch. Ja, das war auch klar. Braun gebrannt, ne? Ganzen Tag alkoholfreies Bier getrunken. Bei Cola geht dann doch irgendwann mal auf den Senkel und so. Also es war schon schön. Aber wir hatten natürlich auch harte Tage, wollen wir mal so sagen. Ja, hat auch mal jetzt vom Arbeiten mal abgesehen, aber vom Wetter her und so. Und auch mancher Einheimischer ist noch sehr kritisch vorbeigekommen. Aber wir haben wir gefragt, was wir da eigentlich Unsinniges treiben. Ne? Also gerade die Reichenauer Bauern, die da in der Nähe waren, die waren also zu Anfang alle sehr zurückhaltend, diplomatisch formuliert, aber wir haben sie gefangen. Und also zum Schluss haben wir uns alle gekannt und fanden das auch alles ganz nett und gut und wunderbar. Und ja, es schreit eigentlich in der Wiederholung. Ne? Genau, dann wissen wir auch, wo wir das Know-how herkriegen. Ja. Ja, ich darf dir noch übermitteln. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße und danke sehr, war wieder unglaublich interessant. Ja, freuen uns natürlich sehr zu hören. Es wäre noch eine kurze Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn irgendwas offen wäre oder ihr es ganz genau noch von Patrick hören wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und sonst würde ich mich und uns mit einem schönen Schwenk auf den Seerhein verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende und ja, vielleicht bis nächste Woche. Eine gute Zeit euch. Tschüss.